Hallo und herzlich willkommen zu einem Video über den Karrieremodus in F1 2017. Ich hatte gestern im Video ja gefragt, ob ihr es sehen wollt, und nach nicht mal 24 Stunden haben schon 400 Leute dafür gestimmt und 100 weitere haben gesagt, wenn ich genug weitere Infos zusammenkratzen kann, soll ich sie euch bringen. Und ja, das habe ich gerade getan und deswegen legen wir gleich mal los. Also, was bis jetzt über die Karriere bekannt ist, ist mal leider noch nicht so viel. Aber es ging damit los, dass man in der Charakterauswahl, nun auch weibliche Charaktere wählen kann. Ist jetzt kein besonders großes Update, aber das war schon zu vermuten, nachdem es auch in Dirt 4 weibliche Charaktere zur Auswahl gibt. Kommen wir zu einer etwas spannenderen Neuerung, und zwar das Entwicklungssystem. Dieses wurde nämlich um einiges erweitert. Der Entwicklungsbaum, wenn man das so nennen kann, ist viel größer, es gibt viel mehr kleinere Updates und das Ganze braucht länger zum Entwickeln. Ich habe es gestern schon mal ganz kurz angesprochen, ihr kennt das ja aus dem 16er, wenn man mit dem Manor startet, war es eigentlich kein Problem, in der ersten Saison schon ein Podium mitzufahren und in der zweiten Saison hatte man in der Regel schon ein Top-Auto und das ging natürlich alles viel zu schnell. Und deswegen hat Copmas das da auf die Kritik gehört und hat die ganze Zeit zum Entwickeln deutlich länger gemacht. Zum Beispiel, ihr kennt es ja aus dem 16er, wenn ein Update bringt, sagen wir mal, nach Melbourne benutzt ihr gleich die 500 extra Punkte, die ihr zu Saisonstart bekommt, haut ein Motor-Update rein und das ist in Bahrain sofort da. In Zukunft wird es wahrscheinlich mehrere Rennen dauern, je nachdem wie groß das Update ist, bis ihr dann auch die Teile ans Auto bekommt. Zumal die dann auch noch testen müsst. Und was eine richtig gute Neuerung ist, das hatte ich auch schon angesprochen, die Updates können auch fehlschlagen. Das heißt, ihr könnt irgendwelche Frontflügelteile, zum Beispiel neue Luftleitbleche, entwickeln, die letztendlich am richtigen Auto gar nicht mehr so viel bringen. Oder gerade was die Technik betrifft, man kann auch den Motor upgraden und auch diese Upgrades können daneben gehen. Jetzt werde ich gerade im TS angeschubst von Binder. Wo wir gerade schon bei Motoren sind. Dieses Jahr gibt es auch die 4 Motoren pro Saison, wie in echt, die man auch maximal benutzen kann, benutzen darf. Und wenn man weitere benutzt, gibt es sogar Strafen. Wahrscheinlich. Für Getriebe, das man ja auch begrenzt einsetzen kann, wie in echt halt, gibt es auf jeden Fall Strafen. Und daher vermute ich mal, dass es auch für den Motor Strafen gibt. Was diese Motoren betrifft, ihr kennt es ja zum Beispiel jetzt von Vettel, der in Baku mit einem älteren Motor fahren musste. Je verschlissener diese Motoren sind, desto schlechter ist die Performance. Coolerweise, wenn die Motoren im kritischen Bereich sind, die sie weiterhin benutzt, könnt ihr sogar Motorschäden erleiden. Um das vorzubeugen, gibt es auch Zuverlässigkeit als Upgrade. Wie gesagt, der Upgrade-Baum wird in viel mehr kleinere Abschnitte unterteilt und ihr könnt auch nur an der Zuverlässigkeit des Motors arbeiten. In meinem Skript steht hier, dass ich McLaren Honda Scherz einfügen soll. Aber ich glaube, das könnt ihr euch gerade selbst denken. Ja, dann habe ich hier noch stehen, wie ich eben schon gesagt habe, die Strafen für Getriebewechsel und so. Und ja, das war's dann auch schon, was die richtig großen Änderungen leider erstmal betrifft. Dann gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, was das drumherum angeht. Ihr kennt ja die Gespräche mit der Agentin, diese Gespräche, die einen auf den Sack gehen, wenn man die Karriere mal neu starten sollte, weil man sie alle schon kennt. Dafür gibt es demnächst einen getrennten Bereich. Das heißt, ihr sitzt nicht mehr mitten in der Hospitality, wenn ihr spricht, was gerade dann, wenn man gefeuert wird, auch nicht so viel Sinn ergab. Außerdem hattet ihr ja damals immer diesen einen coolen Typen, der sich um die Performance gekümmert hat. Dafür gibt es jetzt in Zukunft 2 Leute. Was das genau damit auf sich hat, konnte ich noch auch nicht herausfinden, aber es klingt auf jeden Fall schon mal realistischer. Zumindest bei Top Teams gibt es ja viel mehr Leute, die sich darum kümmern. Ja, ich habe das jetzt alles relativ kurz zusammengefasst, was es für die Karriere gibt. Wie gesagt, leider war es jetzt nicht so viel, aber gerade die Sache mit den Motorenschäden oder dass die Upgrades fehlschlagen können und dass man nur 4 Motoren pro Saison hat, die man auch wirklich wieder managen muss, was im 16er ja überhaupt nicht wichtig war, das finde ich sind sehr wichtige Neuerungen, die die Karriere auf jeden Fall aufbessern werden. Und ja, ich hoffe, dass wir die nächsten Wochen endlich mal mehr erfahren. Immerhin sind es jetzt auch nur noch 6 Wochen bis zum Release. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Zeigt es am besten mit einer positiven Bewertung. Zeigt es euren F1-begeisterten Freunden. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.